Hallo, da. Oh, aua, mein Hintern. Nicht so wild machen. Jawohl, da ist er wieder. Euer. Richtig, so ist es. Und Part 2 von unserem Heilungsspektakel steht an. Richtig, ich bin nämlich zu den geheilten Leuten gegangen und habe sie gefragt, wie sich ihr Leben verändert hat. Und da schauen wir natürlich direkt weiter. Yo, kam dieser Dude rein, sagt, lasst euch untersuchen und zack, gesund. Krass. Wie ging's dir damit? Hast du Danke gesagt eigentlich? Pff, ja, wieso? Alter, ich habe so viele Jahre meines Lebens verpasst. Immer Quarantäne, ja. Mhm. Und da draußen gibt's so viel, was ich noch nicht gesehen habe, was ich noch nicht erlebt habe. Ja, und ey, ich muss das jetzt einfach erstmal alles nachholen. Digga, ich will mein Leben jetzt einfach so richtig genießen. Ja, die Welt entdecken. Einfach mal. Ich glaube, dein Zug fährt schon. Scheiße. Einfach mal. Ah, nee, war nur ein Güterzug, alles klar. einfach mal raus hier, ja. Keine Ahnung, reisen, frei sein, leben. Ja, so. Ich sag mal so, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Das stimmt, ja. Und ich hole raus, was geht. Alter, ich lass mich jetzt nicht mehr aufhalten. Ey, jetzt ist meine Zeit. Lass dich von mir auf jeden Fall nicht aufhalten, Bro. Ich wünsche eine gute Reise. Ich danke dir, Mann. Ich danke dir, Mann. Ciao. Mann, wo geht das denn hier hin? Lass dich einfach mal überraschen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, bei der... Ach ja, genau. Ich weiß wieder. Dings. Nach der Heilung... Genau. ...bin ich eigentlich direkt los, um den Mann zu suchen, um mich zu bedanken. Aber du kannst doch gar nicht wissen, dass es an ihm lag, oder? Ich meine... Doch, da bin ich absolut überzeugt von. Hey, okay, krass. Und hat das dann irgendeine Veränderung bei dir bewirkt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gecheckt, dass das ja ein Riesengeschenk war. Also meine Gesundheit, mein ganzes Leben, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. Ne? Aber Geschenk kommt doch von irgendwem von... Oh. Baum. Soll ich dir mal hier das Gerät abnehmen? Ja, das abnehmen? Ist vielleicht... Aua, aua, aua. Geht's? Ja. Ja, danke. Aber Geschenk muss doch von irgendwem kommen. Genau. Gott schenkt mir und dir, eigentlich uns allen, doch jeden Tag wieder ein neues Leben. Aber wie kommst du denn jetzt von diesem Typen im Krankenhaus zu Gott schon wieder? Ich glaube, dass Gott uns begegnet durch diesen Mann. Was für ein Tag und was für Nerds. Verrückte Typen. Jetzt muss ich doch hier mal fragen, hat sich irgendwas für dich verändert? Das passiert mir nicht nochmal. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Okay. Ich trainiere regelmäßig, ich baue meine Muskeln auf. Ja, klar. Ich werde nie wieder krank. Oh, krass. Muss ich sagen, vielen Dank. Das reicht mir jetzt an. Ja, nee, mein Freundchen. Was? Wir gehen jetzt hier nochmal auf die Geräte trainieren. Was für Geräte? Bam! Auf einmal gesund und dann ins richtige Leben zurück. Das ist schon krass. Wie würdest du damit umgehen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, ein Like da zu lassen und das Abo mit Glöckchen. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön. Stopp! Freunde, ganz vergessen, morgen gibt's ja noch das große Special mit dem Typen, der gesagt hat, Gott habe ihn gesund gemacht. Hat sich Gott wirklich als Hippie-Geist verkleidet und ist durchs Krankenhaus gegeistert?